Guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum mit dem Thema, wer schafft die Arbeit, Corona und die große Depression. Wohin wir auch blicken, seit 2 Monaten drehen sich Zahlenkarusselle, das uns allen nur schwindlig werden kann. Fakt ist, die Zahl der Erkrankten am Coronavirus sinkt, das ist erfreulich. Die Zahl der Arbeitslosen hingegen steigt. Und zwar ins Unerträgliche. Die Pandemie legt Österreichs Wirtschaft in Fesseln. 570.000 Menschen arbeitslos, 1,2 Millionen in Kurzarbeit. Und wir alle haben es noch im Ohr. Bundeskanzler Kurz versprach Hilfe nach dem Motto, koste es, was es wolle. Vizekanzler Kogler ergänzte, niemand wird zurückgelassen. Aber können die milliardenschweren Hilfspakete, die von der Regierung geschnürt wurden, diese Fesseln tatsächlich lösen und bei allen Betroffenen gleich schnell und unbürokratisch für Erleichterung sorgen? Nein, sagen uns zwei Salzburger. Wir haben sie auf ihrem persönlichen Protestmarsch nach Wien begleitet. Protest per pedes. Das hat sich der Salzburger Gastronom Dominik Schilcher gedacht und ist 300 Kilometer nach Wien marschiert. In Etappen über einen Zeitraum von 7 Tagen. Seit der Corona-Krise leidet Schilcher, der ein Hotel und mehrere Tankstellen betreibt, vor allem unter dem ausbleibenden Tourismus. Von seinen rund 75 Mitarbeitern musste er 50 in Kurzarbeit schicken, einen Teil arbeitslos melden. Von der staatlichen Unterstützung hätte er sich mehr erhofft. Es ist einfach zum momentanen Zeitpunkt wenig Perspektive da, wie wir aus dem ganzen Schlamassel rauskommen können. Seine Begleiter auf der Reise durch Österreich, Mediator Erik Schneitel und ein Sarg, steht ihre Aktion doch unter dem Motto, ein Trauermarsch zum Bundeskanzleramt. Es gibt ganz viele Sorgen um die Zukunft, wirtschaftliche Zukunft, um wie es weitergehen soll. Und dem wollten wir einfach mal eine Plattform bieten. Und natürlich auch aufmerksam zu machen, dass nicht alles so eitel Wonne ist, wie die Regierung das uns kommuniziert. Kritik an der Regierung, die aus den eigenen Reihen kommt. Schneitel ist ehemaliger Grünaktivist, Schilcher ÖVP-Mitglied. Meiner Meinung nach kann man nicht als Wirtschaftspartei ins Land so dermaßen an die Wand fahren, wie sie es momentan machen. Also ich fühle mich wirklich im Stich lassen, eine ganze Branche, das halbe Land fühlt sich im Stich lassen. Und da ist die Partei, zu der ich mich früher mehr hingezogen habe, fühle genau die gleiche Fußabdrücke gestiegen wie die große Regierungspartei, nämlich Bevormundung und Angst machen. Das ärgert mich. Auf ihrem Weg durch Österreich sammeln die beiden Aktivisten Wünsche und Sorgen vieler Betroffener. Von Schuhverkäuferinnen, Fitnessstudiobetreibern, Landwirtinnen und Köchen. Keiner braucht sich Sorgen. Stimmt nicht. Wir haben alle große Sorgen und stehen alle vor den Scherben unserer Existenz. Die Großen bekommen was und wir bekommen nichts. Und das Gefühl, glaube ich, ist sehr stark, dass es vergessen worden sein, nicht ernst genommen worden sein. Bei den meisten meiner Kollegen, über 2/3 oder 80% der Kollegen, die massiv in Vorleistung gegangen sind, bei Kurzarbeit zum Beispiel, haben bis heute keinen Cent erhalten. Beim Bundeskanzleramt angekommen, folgt schließlich die Ernüchterung. Aus der erhofften Übergabe der gesammelten Forderungen wird nichts. Von der Regierung lässt sich niemand blicken. Zurück bleibt nur der Sarg als stummes Symbol. Stumm wird es die kommende Stunde ganz sicher nicht sein. Meine Gäste heute Abend im entsprechend vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Die stellvertretenden Clubchefinnen und Clubchefs. Schönen guten Abend. Peter Haubner von der ÖVP meint, wir tun alles, um die Arbeitsplätze zu sichern, Menschen zu entlasten und die Wirtschaft anzukurbeln. Sigrid Maurer, die Grünen, sagt, mit Solidarität und Zusammenhalt haben wir die erste Krisenphase bewältigt. Mit Investitionen in den Klimaschutz schaffen wir die nächste. Gabriele Heinisch-Hossek, SPD. Fordert. Frauen brauchen mehr als Applaus, sie brauchen finanzielle Sicherheit. Dagmar Belakovic von der FPÖ kritisiert nicht das Coronavirus, sondern die überzogenen Maßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung sind die Ursache für die katastrophale Lage für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Und Gerald Loacker von den NEOS fordert, Menschen müssen jetzt rasch wieder Jobs finden. Fort- und Weiterbildung sind ein Schlüssel dafür. Auf ORF ON können Sie unter debatte.orf.at
www.wirtschaft.at/imzentrum online diskutieren. Ihnen allen, wie gesagt, nochmal einen schönen guten Abend. Ja, Herr Haubner, der Herr Schilcher und der Herr Schneidl fühlen sich nicht ernst genommen. Sie fühlen sich vergessen. Sie sind kein Einzelfall. Auch heute die Chefin der Präsidentin der Hoteliervereinigung, Michaela Reiterer, hat im Gespräch mit der Austria Presseagentur gesagt, man wartet ewig aufs Geld. Trotz der vielen sehr sinnvollen Programme und Hilfspakete, wie kann es sein, dass so viele ums Überleben kämpfen? Ja, Frau Reiterer, der Coronavirus hat die Welt, hat Europa und hat auch Österreich fest im Griff. Und wir haben ja durch konsequentes Handeln und durch rasches Handeln haben wir also die Krise ja in Österreich besser durchdacht als wie viele in anderen Ländern. Und jetzt geht es darum, dass wir eben diese Maßnahmenpakete, die wir beschlossen haben, das ist ein Bündel an Maßnahmen, dass wir die in die Umsetzung bringen und dass die Gelder auch bei den Betroffenen ankommen. Und da ist sehr viel passiert. Es hat sicher am Anfang, und das haben wir gewusst, hat es Verzögerungen gegeben, weil es natürlich ein großer Unterschied ist. Zum Beispiel beim AMS hat es im Vorjahr 25 Anträge auf Kurzarbeit gegeben, heuer 100.000. Da muss man natürlich auch die Struktur dafür aufbauen. Und das haben wir jetzt geschafft. Wir haben also über 500 neue Mitarbeiter im AMS. Wir haben 250 Mitarbeiter in der Abrechnung. Und es funktioniert jetzt gut. Es ist, natürlich muss man auch abrechnen. Die Lohnverrechnung ist da natürlich auch gefragt. Aber ich habe gestern eine Uhrmacherin mit 5 Mitarbeiterinnen zum Beispiel, die hat abgerechnet. Die hat ihr Geld vom AMS bereits erhalten. Also man sieht, dass diese Maßnahmen jetzt greifen. Aber es geht eben nicht um die, die es schon bekommen haben, sondern die, die es eben nicht bekommen haben. Also es gibt einfach sehr viele. Ja, die muss man sich im Einzelfall anschauen. Aber wir sind im Großen und Ganzen, ich habe mich heute auch in Salzburg erkundigt, bei der Wirtschaftskammer noch. Es sind zum Beispiel beim Härtefonds sind 4.800 Fälle genehmigt. Da sind 2.800 bereits überwiesen. Die anderen 2.000 gehen am Montag zur Überweisung. Also das System ist in Bewegung und wir versuchen alles und die Mitarbeiter, ganz egal, ob es im AMS, im AWS oder arbeiten Tag und Nacht, dass wir eben hier die Unterstützung geben, die die Unternehmer brauchen. Wir versuchen unser Bestes und es gibt jeder in dieser Institution sein Bestes und ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig und ich kenne auch viele Sorgen und viele Ängste. Diese Unternehmen kommen selber aus einem Familienbetrieb, also es ist eine schwierige und herausfordernde Situation. Aber können Sie uns vielleicht konkret auch sagen, es soll ja jetzt morgen offenbar ein Gastronomiepaket vorgestellt werden, heute angekündigt mit 400 Millionen Euro. Der Harald Mahrer, der Wirtschaftskammerpräsident, hat im Interview gestern mit der Kronenzeitung gemeint, es könnte sein, dass es weniger Vorschriften für die Gastwirte gibt, vielleicht auch wieder Geschäftsessen, die steuerlich anerkannt werden, mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten, eine kleine Mehrwertsteuerentlastung. Was wird denn da kommen? Das Wichtigste ist jetzt einmal, dass unsere Wirten aufsperren. Das ist ein österreichischer Teil unserer Identität. Aber meine Frage wird, dazu, aber es ist ein 400 Millionen Euro Paket angekündigt, das aus mehreren Maßnahmen besteht. Die werden morgen vorgestellt und das ist das, was den Wirten auch dabei helfen soll, dass sie in ihrem Betrieb jetzt wieder auf die Erfolgsspur zurückkommen. Können Sie eine Maßnahme nennen oder wissen Sie es nicht? Nein, es wird Maßnahmen geben, die sich sicher im Bereich der Umsatzsteuer, der Mehrwertsteuer, bei den Getränken wahrscheinlich niederschlagen. Es wird also morgen ein Gesamtpaket hier vorgestellt werden. Das heißt weniger Geld für Getränke? Zum Beispiel. Von 10% auf wie viel runter? Nein, man wird sehen. 19, 10. Warten wir morgen ab, es wird das Gesamtpaket vorgestellt. Jetzt, Frau Belakovic, Sie sagen, es sind überzogene Maßnahmen, die daran schuld sind, an dieser Wirtschaftskrise, wie wir sie haben. Welche genau? Was hätten Sie denn anders gemacht? Also zunächst einmal, Frau Reiter, lassen Sie mich, weil heute Muttertag ist, einmal allen Müttern gratulieren. Und da komme ich schon genau zu dem Thema. Es ist überhaupt nicht erklärbar, warum die Gastronomiebetriebe heute am Muttertag nicht aufsperren durften und möglicherweise in wenigen Tagen das schon dürfen, so die Verordnung rechtzeitig fertig wird. Das weiß man ja nicht, weil das Verordnungschaos ist ja noch eine zusätzliche Hürde für die Unternehmer gewesen. Aber heute ist einer der stärksten Tage im Jahr. Jetzt am Freitag dürfen sie aufsperren. Das ist doch in Wahrheit, wäre das heute der Anlassfall gewesen. Man hätte gemeinsames Familienessen machen können. Das wäre ein sehr umsatzreicher Tag gewesen. Und das ist nicht passiert. Das heißt, hier werden einfach Maßnahmen gewürfelt. Man sperrt irgendwann auf, weil man halt glaubt, man ist fertig mit einer Verordnung. Niemand in der Gastronomie weiß heute, welche Richtlinien kommen werden. Niemand in der Hotellerie weiß, welche Richtlinien kommen werden, wenn dann Ende Mai aufgesperrt werden darf. Und das sind alles diese Probleme, die sind hausgemacht und das ist völlig
völlig überzogen. Das ist teilweise auch nicht durchdacht. Wenn ich dann höre, es dürfen nur 4 Erwachsene an einem Tisch sitzen, was mache ich, wenn ich mit 2 erwachsenen Kindern und 2 Schwiegerkindern beispielsweise ein Familienessen machen möchte? Das ist keine besonders große Gruppe. Muss ich sie dann aufteilen? Das sind alles Dinge, die sind einfach nicht an den Lebensrealitäten. Dann wissen wir, die Verpflichtungen für das Personal, da gibt es Sonderbeurteilungen, zum Beispiel, wenn ich an einem Grill stehe, in einer heißen Küche stehe. All das, diese Hitzeentwicklungen mit dem Nasen-Mundschutz, wo das alles noch wärmer wird. Also das sind so viele kleine Detailfragen und jene, die davon betroffen sind, nämlich die Unternehmer, die Gastronomieunternehmer, haben heute keine Ahnung, was am Freitag für sie gelten wird. Das heißt, sie können sich auch nicht vorbereiten. Sie hätten früher aufgesperrt. Ja, selbstverständlich. Es ist ja auch, noch einmal, es ist nicht nachvollziehbar, warum heute an einem der umsatzstärksten Tage zu ist und warum es am Freitag möglich sein soll, offen zu sein. Der Lockdown zu Beginn war in Ordnung, aber spätestens nach 2 Wochen hat man ja gesehen, dass es längst wieder die Wirtschaft braucht. Dass man sofort wieder auch die Wirtschaft öffnen muss. Und ich sehe es ein bisschen anders als beispielsweise die Ministerin Köstinger, die gesagt hat, damit war nicht zu rechnen. Es war uns von Anfang an klar, und das haben wir auch in den sogenannten Expertengesprächen im Parlament immer wieder gesagt, das wird nicht reichen. Zunächst waren 400 Millionen, darum finde ich es ja besonders interessant, jetzt haben wir die 400 Millionen bei der Gastronomie. Zuerst hatten wir 400 Millionen, gewürfelte 400 Millionen für die Kurzarbeit. Inzwischen sind wir ein Vielfaches drüber. Also man muss schon auch ehrlich sagen, diese Planlosigkeit ist es auch, da werden Pakete geschnürt, die aber nicht ankommen. Und ich wage jetzt zu behaupten, aus diesem Härtefallfonds 2 hat noch niemand ein Geld gesehen. Ich höre immer nur Klagen, dass niemand Geld gesehen hat. Ja. Und das ist schon ein ganz großes Problem. Frau Maurer, Georg Kapsch im Profil hat zum Lockdown gemeint, die Lockdown-Maßnahmen waren meiner Meinung nach nicht so notwendig. Die Maßnahmen wurden zu einem Zeitpunkt gesetzt, als die Epidemie bereits im Abschwung war. Mein Vorwurf an die österreichische Bundesregierung und andere Regierungen in Europa ist, dass man sich einseitig beraten ließ und dass man zu wenig die Debatte geführt hat. Wir merken es ja auch, wenn wir einladen, eben Ministerinnen und Minister, wir haben ja natürlich auch die Arbeitsministerin und den Vizekanzler und den Finanzminister eingeladen. Wir freuen uns, dass Sie eben alle da sind, dass Sie beide von den Regierungsparteien hier sind. Aber ist es so, dass Sie eigentlich, also können Sie Georg Kapsch die Kritik von ihm nachvollziehen, dass hier der Lockdown vielleicht nicht so lange notwendig war? Also ganz grundsätzlich beglückwünsche ich alle, die es jetzt schon immer gewusst haben und immer besser gewusst haben. Das ist super, aber es entspricht halt nicht der Situation, vor der wir vor wenigen Wochen gestanden sind. Und ich glaube auch, also ich darf erinnern, dass gerade die FPÖ, die sich jetzt beschwert, das wäre alles zu scharf gewesen, der war der Lockdown nicht schwer genug, nicht scharf genug zum damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, wir haben eine sehr verantwortungsvolle Vorgangsweise gewählt, die auch immer diesen schmalen Grat zwischen wie weit gehen die Einschränkungen und was ist noch erlaubt. Ich möchte darauf hinweisen, in anderen Ländern, die haben 7 Wochen die Kinder eingesperrt. Bei uns durfte man immer rausgehen, immer Radfahren, immer spazieren gehen etc. Wir haben diesen schmalen Grat Einschränkungen, die tatsächlich wirken, geschafft und gleichzeitig nicht zu eng zu beschränken. Und die Zahlen gehen ja nicht trotz der Maßnahmen runter, sondern wegen der Maßnahmen. Und wie gesagt, also alle, die es jetzt immer schon besser gewusst haben, einen herzlichen Glückwunsch. Es sind in einer sehr schwierigen Situation, in einer sehr herausfordernden Situation, finde ich, sehr verantwortungsbewusst umgegangen. Ich finde übrigens alle hier, ja, also auch zu Beginn hat ja sogar die FPÖ, die sich jetzt wehrt, die Maßnahmen mitgetragen. Und das war ein gemeinsamer Effort und ein Schulterschluss. Dafür möchte ich mich auch mal bedanken. Das war richtig und gut so. Ich glaube, dass wir für die Bewältigung der Krise, für den Ausweg aus der Krise, denselben Schulterschluss schaffen sollten, dieselbe Zusammenarbeit und hier wieder gute Zusammenarbeit finden. Herr Loacker, 400 Millionen Euro Paket jetzt für die Gastronomie. Was erwarten Sie sich? Jetzt hören wir offenkundig, ein Punkt wird sein, dass die Umsatzsteuer auf Getränke runtergehen wird. Die Frau Michaela Reiterer, die ich schon eingangs zitiert habe, die sagt, sie wäre auch für eine zeitlich begrenzte Lohnsteuer oder Umsatzsteuer Aussetzungen oder Absenkungen. Was erwarten Sie sich konkret von diesem Paket? Wird es genug sein? Was muss da drinnen sein? Die Gastronomie erwirtschaftet im Jahr 9,4 Milliarden Euro in einem normalen Jahr. Das heißt, diese 400 Millionen entsprechen 15 Tagen. Aber jetzt haben sie die Branche 2 Monate auf Null gestellt. Das ist also ein Tropfen auf den heißen Stein. Und halt wieder eine Ankündigung von wieder einem Paket, von dem niemand weiß, wer bekommt, wann, was.
Sie finden keinen Unternehmer oder vor Sie einen Unternehmer finden, der mehr als den Almosentausender von der Wirtschaftskammer bekommen hat, finden Sie Steuerberater, die sagen, ich habe keinen Klienten, der schon irgendetwas bekommen hat. Das Geld fließt nicht und dann können auch keine Jobs entstehen, weil die Unternehmer ja die Liquidität brauchen, um die Löhne zu bezahlen. Wir machen eher noch mehr Jobs kaputt, weil die Hilfen nicht funktionieren. Das Einzige, was funktioniert, sind die Pressekonferenzen, wo die hohe Priester der Corona-Krise vorne zu viert stehen und irgendein Paket verkünden, das aber nie den Empfänger erreicht. Wer oder was ist dann wirklich daran schuld, bevor ich Sie jetzt mit reinnehme, wenn das also Geld nicht ankommt? Also ich kenne mehrere Unternehmer, die schon Geld bekommen haben und ich glaube, dass das einfach nicht der Tatsache, jetzt entspricht. Es ist, ich habe gesagt, es kommt zu Verzögerungen am Anfang gekommen, aber jetzt wird Fall für Fall abgearbeitet und es ist auch so, dass bei, ob das im AWS ist oder bei der ÖHT, dass die entsprechenden Genehmigungen für die Garantien erteilt sind, für die Kredite. Und diese Gelder fließen jetzt. Und dort, wo es noch Probleme gibt, da gibt es auch eine Hotline, wo man schaut, dass man dann, wenn diese Fälle hereinkommen, dass man dann diese noch bearbeitet. Aber wir tun wirklich alles. Und ich möchte das nur einmal sagen, dass wir denen, die diese Unterstützung brauchen, diese Hilfe auch geben. Und wir wollen niemanden alleine lassen. Und das ist ganz entscheidend in dieser Phase jetzt. Aber viele können sich nach 7 Wochen kein Scherzerl abschneiden, wenn sie noch nichts bekommen haben. Und ich darf erinnern, uns alle darf ich erinnern, eine der ersten Maßnahmen der Bundesregierung, und ich spreche Sie als Regierungsparteien an, war, das Epidemiegesetz teilweise außer Kraft zu setzen, das einen Entgeltersatz für diese Art der Katastrophen vorgesehen hätte. Was ist passiert? Die Wirtschaftskammer wollte das Geld verteilen. Deswegen haben bis heute noch nicht alle gesehen, weil hier Umstellungsarbeiten natürlich vonstatten gehen mussten. Und in Deutschland, darf ich Ihnen sagen, das wissen auch alle, kriegen die Leute nicht nur 3-mal so viel, völlig unbürokratisch, innerhalb von 48 Stunden. Du rufst an als Unternehmerin oder Unternehmer, sagst deine Steuernummer, sagst deine Notlage und es wird geholfen. Bei uns gibt es den 1.000er oder 2 mal 3, also maximal 6.000 Euro. Wie gesagt, dem Trauermarsch kann ich einiges abgewinnen. Es haben einige Leute, viele sogar, noch kein Geld gesehen. Und ich darf alle in dieser Runde erinnern, ganz viele Einpersonenunternehmen sind weiblicher Art. Wir sind immer so stolz, dass Frauen Unternehmen gründen. Sie machen es wirklich oft aus der Not heraus, weil sie ihre Arbeit verloren haben. Oder junge Leute, grüne junge Leute in den Innenbezirken Wiens, die Start-up-Unternehmen haben, die dort Geschäfte haben, die werden zusperren. Die werden zugesperrt bleiben, sage ich Ihnen, Frau Kollegin Maurer, weil genau diese Hilfe nicht angekommen ist und die Ersparnisse aufgebraucht sind. Aber in diesen Tagen, ich darf noch 2 Sätze zu Frauen sagen, weil das mein Eingangsstatement auch belegt hat. Die Frauen machen sich unglaubliche Zukunftssorgen. Die Frauen, die Kinder haben, die Frauen, die keine Kinder haben, die Frauen, die Unternehmerinnen sind, die Frauen, die erwerbstätig waren, vielleicht jetzt das Glück haben, in Kurzarbeit zu sein, vielleicht ihre Arbeit verloren haben. Das heißt, wir brauchen jetzt brauchen wir Lösungen für den Herbst, für die jungen Leute, für die Frauen in dem Land. Im Bereich der Kinder, der Schulen und Kindergärten, es war so ein Chaos beieinander. Und nicht einmal heute könnte ich Ihnen noch ganz konkret sagen, was meint der Minister jetzt eigentlich? Was ist jetzt? Gehen die jetzt abwechselnd in die Schule? Sie sagen, die Schulen waren immer offen. Uns wurde mit Angst, ganz viel Angst wurde den Leuten suggeriert, geht's ja nicht aus dem Haus, lasst die Kinder alle zu Hause. Und jetzt heißt sie jetzt eh immer überall Radfahren, spazieren gehen oder sonst was. Bleiben wir bei der Wirtschaft, aber schauen wir uns an bei der Kurzarbeit. Am 1. Mai waren insgesamt 104.007 Anträge auf Kurzarbeit in Bearbeitung. 91.460 Anträge mit einer Bewilligungssumme von 8,8 Milliarden Euro wurden bereits genehmigt. Aber das ist offenbar der Punkt. Es wurden zwar bereits 40 Millionen Euro ausgezahlt und diese Anträge sichern eben diese 1,5 Millionen Arbeitsplätze, aber Herr Haubner, eben 40 Millionen, das heißt 8,4 Milliarden eben nicht. Und das ist das Problem. Das heißt, es ist schon eine Mehrheit nicht ausgezahlt. Aber woran fehlt es? Also nicht ausbezahlt, also das heißt ja, in Beziehungen sind einmal die Fälle genehmigt und deshalb ist ja das auch so, wenn es sie genehmigt ist, dann kann die Bank die ja auch inzwischen vorfinanzieren. Und das ist ja auch in den meisten Fällen so passiert. Und jetzt muss man abrechnen, es sind die Märzabrechnungen und die Aprilabrechnungen zu tätigen, das ist ein relativ großer Aufwand. Aber wenn die Abrechnungen getätigt sind, dann haben wir auch jetzt die Frist der Auszahlung verkürzt, weil früher war das bis 90 Tage Auszahlung und jetzt kann innerhalb von 30 Tagen diese Auszahlungen erfolgen. Und das startet
die, wie Sie gesagt haben, die ersten 40 Millionen sind ausbezahlt und es geht jetzt Zug um Zug weiter. Jetzt ist eine Kurzarbeit immunisiert ja eine Volkswirtschaft nicht gegen Arbeitslosigkeit, sondern sie mildert sie bestenfalls. Und was die Michaela Reiterer, aber auch der Matthias Winkler von den Sacher Hotels auch verlangt hat, ist darüber nachzudenken, was macht man danach? Jetzt kann man nach der Kurzarbeit, nach 3 Monaten, das noch einmal um 3 Monate verlängern. Und es gibt irrsinnig viele, die sagen, man müsste das in das Jahr 2021 ziehen. Wie sehen das die Grünen? Also, dass es weitere Maßnahmen braucht, steht völlig außer Frage. Und wir haben hier die Sozialpartner eingeladen, auch gemeinsam daran zu arbeiten, ein gutes Modell zu finden. Es ist ja auch dieses Kurzarbeitsmodell, das europaweit Vorbild wurde, auch für andere Länder, von den Sozialpartnern ausgearbeitet worden, von der Regierung umgesetzt. Und in dieser Form soll es auch weitergehen. Es ist keine Frage, dass hier ganz, ganz viel passieren muss. Ja, das eine betrifft, wir müssen neue Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen schauen, dass die bestehen, gesichert sind. Aber wir werden auch uns aus dieser Krise hinaus investieren müssen. Und natürlich geht der Weg da auch ganz stark über Klimaschutzmaßnahmen. Denn das sind Arbeitsplätze, die sehr die regional wirken. Ölkesseltausch zum Beispiel. Das macht der lokale Installateur. Das 1-Millionen-Dächer-Programm mit Solaranlagen, das sind alles ganz arbeitsintensive Maßnahmen, wo man auch genauso bauliche Dinge, wir können im Öffi-Ausbau Maßnahmen vorziehen. Da können jeder oder machen Sie es? Das sind ja natürlich das, alle diese jetzt Dinge. Besprechen. Ja, das ist nicht ja, im Frau Heinisch, erst beginnen. Das ist ja, ich weiß schon, ich verstehe die Ungeduld, ja, aber seriös arbeiten aber müssen wir halt dann trotzdem oder? Auch, ja. Also all diese Dinge ja, sind die Planung und Arbeitslosigkeit. Ja, Frau Heinisch, ich verstehe die Ungeduld ihre, wie die Ungeduld der Bürgerinnen, aber Frauen wir müssen draußen, die Männer ja, draußen, und die Jugendlichen, ja, die keinen Lehrplatz haben, und, ehrlich. Ja, und genau für gut, dass Sie die Lehrplätze ansprechen. Die Jugendarbeitslosigkeit ja. ist was ganz ja. massiv droht. Die Jugendarbeitslosigkeit möchte ich auch gern ansprechen, aber jetzt möchte ich noch, ich möchte auch bei der Kurzarbeit kommen. Bleiben. Nur jetzt noch mal zur Verständigung. Können Sie sich vorstellen, auch von den Grünen, dass Sie sagen, dass diese Kurzarbeit länger als diese 6 Monate insgesamt eben sein kann? Vorstellen kann man sich vieles. Was es braucht, wird es brauchen. Die Sozialpartner sind jetzt an der Reihe, da Vorschläge zu erarbeiten. Und dann sagt es wieder Nein dazu. Sie haben beim letzten Mal auch nicht Nein gesagt. Das ist ja gut. Bei der Kurzarbeit ist ja... Was ist denn Ihr Beitrag? Was ist Ihr Beitrag? Sie motzen hier herum darüber, dass die Regierung zu langsam ist, gleichzeitig hast du die Anforderungen nicht recht und so weiter. Wir versuchen, Maßnahmen aufzuarbeiten. Also die Kurzarbeit ist ein Vorzeigemodell für ganz Europa. Das ist ein Modell, was wirklich jetzt... Haben wir auch schon praktiziert, war gut. Ich meine, jetzt wieder, man kann es verlängern. Ich sage Ihnen ein Beispiel in Oberösterreich. Da gibt es ein Metallunternehmen, der hat glaubt, er muss die Kurzarbeit über die ganze Periode ziehen. 3 Monate, kann jetzt schon wieder starten und hat die Mitarbeiter im Betrieb und kann da wieder losstarten. Bitte nicht parallel reden, dann verstehen wir wirklich nichts und können da nichts nachvollziehen. Aber gehe ich jetzt recht in der Annahme, dass alle 3 Oppositionsparteien dafür wären, dieses Kurzarbeitsmodell länger als diese 6 Monate bis 2021 hin zu verlängern? Solange es notwendig ist, wird man das brauchen. Aber daneben braucht es außer irgendwelchen Ankündigungen natürlich auch konkrete Maßnahmen. Ja. Und die vermisse ich bei der Bundesregierung. Von der Bundesregierung sind noch überhaupt keine Maßnahmen gekommen. Okay. Überhaupt nichts. Also keine Ideen, wie man den Konsum wieder ins Laufen bringt. Es gibt keine Ideen. Was wären denn Ihre Ideen? Wir haben beispielsweise vorgeschlagen, diesen Österreich-Tausender, diesen Gutschein, der in den österreichischen Unternehmen einlösbar ist, und zwar nur in Unternehmen, die in Österreich Steuern zahlen. Das kann der Gastronomiebetrieb genauso wie der Handwerksbetrieb sein, um hier mal den Konsum anzuregen wieder, um hier das zu laufen. Das ist klassisches Helikoptergeld, das einfach einmal jetzt ausgeschüttet werden soll. Wir wissen ja aus der Volkswirtschaft heraus, dass solche Systeme auch funktionieren, dass sehr viel sofort wieder zurückkommt im Bereich der Umsatzsteuer, aber auch in weiterer Folge natürlich damit Arbeitsplätze gesichert werden. Das wäre mal für den Konsum notwendig. Und dann braucht es natürlich auch für die Unternehmer Möglichkeiten, wie kann ich die Arbeitskraft, der ich jetzt in den Job einen neuen gebe, so günstig wie möglich machen. Das heißt, da muss man natürlich bei den Lohnnebenkosten schauen, was kann man da den Arbeitgebern anbieten. Und da wäre es durchaus eine Möglichkeit in einer Situation, wie wir uns derzeit befinden, wir haben so viele Arbeitslosigkeit wie noch nie in der Zweiten Republik, dass man hier schaut, dass man die Abgaben, den Lohnnebenkosten für einen bestimmten Zeitraum den Unternehmen einfach entfallen lässt, damit der auch die Möglichkeit
hat, neue Arbeitskräfte wieder in Arbeit zu bringen. Also das sind eine Fülle von Punkten, die es dann natürlich braucht. Es wird nicht die Maßnahme geben. Gut, aber zwei Vorschläge, konkrete von Ihnen, bevor wir eben die Regierung, also die zwei von den Regierungsparteien fragen, was Sie dazu sagen. Schauen wir uns wirklich diese dramatischen Arbeitslosenzahlen nochmal an. Von Ende April 2020 im Vergleich zum Vorjahr waren eben beim AMS 522.253 Menschen arbeitslos gemeldet. Es sind knapp 49.000 Menschen in Schulungen. Zählt man diese mit, haben wir eben 571.477 Arbeitslose. Das ist ein Anstieg von 58,2% zum Vorjahr. Herr Loacker, was sind Ihre konkreten Maßnahmen, die Sie gerne überprüft hätten am Tisch, um diese dramatische Situation in den Griff zu bekommen? Man muss den Unternehmen zum Beispiel die Möglichkeit geben, dass sie die Gewinne aus dem Jahr 2019 mit den Verlusten aus dem Jahr 2020 ausgleichen. Also entweder den Gewinn vortragen oder den Verlust des 20er Jahres zurücktragen, um hier eine Glättung zu schaffen. Man muss natürlich auch sehen, wir haben Branchen, die stellen ein. Gestern hat eine große österreichische Tageszeitung eine eigene Beilage gehabt, nur mit Unternehmen, die Einstellungen vornehmen. Aber heute kann einer beim AMS sagen, ich mag nicht arbeiten gehen, weil ich mich vor Corona fürchte und kann jeden Job ausschlagen. Naja, so werden wir nicht weiterkommen. Wir haben Jobs frei in der Logistik, in der Pharmaindustrie, im Lebensmittelhandel, in der Lebensmittelproduktion, als Erntehelfer. In allen Qualifikationsstufen gibt es Jobs. Und wir müssen schauen, dass wir die so schnell wie möglich besetzen, weil Unternehmen Aufträge nicht annehmen können, weil sie die Mitarbeiter nicht bekommen. Selbst in dieser Situation jetzt. Das werden andere Jobs sein, als manche vorher gemacht haben. Das wird vielleicht auch nicht der Traumjob sein. Aber aus einer Krise kommt man nur heraus, wenn wir uns alle anstrengen und wenn wir auch neue Wege gehen. Und diese Bereitschaft muss man jetzt zeigen. Also das Allerwichtigste, glaube ich, für jeden und jede Arbeitslose im Moment ist, dass man teilweise mit 55% Arbeitslosengeld nicht überleben kann. Die Mieten sind zu zahlen, die Kinder sind zu versorgen. Also all die Nebenkosten, die hier anlaufen, Lohnnebenkosten sind das eine für Unternehmer, Unternehmerinnen. Ja, da können wir darüber reden. Aber ganz wichtig, genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, ist jetzt Armut zu vermeiden. Und ich glaube, dass es mit 70% Arbeitslosengeld, so wie wir das vorschlagen, eine erste Möglichkeit wäre, diese Armutsvermeidung jetzt für Leute, die betroffen sind, 571.000 Menschen haben keine Arbeit, dass man hier einen ersten Schritt setzen kann. Zweiter Schritt kann natürlich sein, wir haben einen 1 Milliarden Euro Überbrückungshilfefonds für Notlagen vorgeschlagen im Parlament. Es werden so viele Milliarden gerade durch in die Luft gepulvert, die hoffentlich irgendwann einmal ankommen bei denen, die sie brauchen. Und Leute, die sich ihre Miete nicht mehr zahlen können, sollten sofort Hilfe bekommen. Und ich würde gerne die zwei Regierungsparteien wirklich ganz ernsthaft jetzt etwas fragen. Und ich glaube nicht, dass es nach der Krise sein darf, dass wir die Mehrwertsteuer erhöhen, dass wir Massensteuern erhöhen und so wieder alle Leute zur Kasse bitten. Können Sie ausschließen? Garantieren Sie uns, garantieren Sie allen, die zuschauen, dass die Mehrwertsteuer nicht erhöht wird. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis für die Leute, die sich jetzt zu Hause unglaubliche Sorgen um ihre eigene Zukunft machen. Bitte, was sagen Sie beide jetzt zu den Vorschlägen, die jetzt zuhauf hier liegen? Bitte. Also ich glaube einmal, wir stehen dafür, dass wir keine neuen Steuern wollen. Ich glaube, das ist eine ganz klare Antwort auf Ihre Frage. Und das andere ist, dass wir schauen müssen, dass wir die Menschen wieder in Beschäftigung kriegen. Das ist das höchste Ziel. Und da bin ich durchaus beim Kollegen Loacker in der Beziehung. Wenn ich sage, es gibt hier Branchen, die Arbeitskräfte suchen, dann müssen wir die Möglichkeit schaffen, dass wir die Arbeitskräfte auch für diese Branchen vorbereiten. Aber heißt das zum Beispiel, wenn der Herr Loacker sagt, dieser eine Punkt, dass man bei AMS zum Beispiel einen Job ablehnen kann, weil man Sorge hat vor einer Corona-Erkrankung, dass das nicht sein darf? Schon, man muss immer einzelne Personen betrachten, aber grundsätzlich muss gelten, dass wir jetzt natürlich neue Herausforderungen haben. Und noch einmal, wir tun wirklich alles, dass wir hier schauen, dass wir das gemeinsam schaffen, so wie wir den Weg bisher auch gemeinsam geschafft haben. Mit viel Verzicht und mit vielen Einschränkungen, aber wir haben es gemeinsam geschafft. Und jetzt wird es halt notwendig sein und es wird eben neue Branchen geben und es wird Branchen geben, die aus der Krise stärker hervorgehen und es wird leider ein paar Branchen geben, die länger brauchen, bis sie wieder die volle Beschäftigung haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man jetzt bei dieser Wiederbeschäftigung
Wiederaufbau, bei diesem Comeback der österreichischen Wirtschaft eben einen Plan hat. Und diesen Plan haben wir. Und dieser Plan ist ganz klar, der ist halt in Stufen. Wir können nicht alles auf einmal machen, sondern es ist ein Stufenplan. Und da gehören eben diese Maßnahmen, wie jetzt einmal, dass die Wirte aufsperren, auf das wir uns alle freuen, dass dann die Beherbergungsbetriebe aufsperren und dass wir eben dann schauen müssen, dass wir hier aus der Kurzarbeit wieder die Menschen in Beschäftigung bringen und dass wir aus der Arbeitslosigkeit auch die Menschen wieder in Beschäftigung bringen. Aber sind diese Ideen, die wir jetzt auch gehört haben, wie das Arbeitslosengeld zu erhöhen oder den Konsum Tausender für die Menschen, für einheimische Unternehmen, Lohnsteuerkostensenkung, sind das für Sie überdenkenswerte Vorschläge oder nicht? Schauen Sie, wir haben auch gerade in dem Bereich Maßnahmenpakete geschnürt. Wir haben also zum Beispiel Familienfonds dotiert mit 60 Millionen Euro, die also hier abfedern sollen. Wir haben die Notstandshilfe erhöht, rückwirkend am 16. März bis Ende September. Also von dem, wir haben jetzt einmal Maßnahmenpakete geschnürt, die werden wir uns jetzt einmal anschauen, wie die wirken. Und wir sind also Arbeitslosengelderhöhung, ich versuche jetzt nur einfach konkret nachzufragen, nein. Na, jetzt müssen wir mal schauen, wie diese Pakete wirken und wenn es notwendig ist, dass man hier etwas verändert, dann werden wir uns das wieder genau anschauen. Frau Maurer, können Sie einem der vielen Vorschläge, die jetzt da von NEOS, von SPÖ und von der FPÖ gekommen sind, etwas abgewinnen? Also man kann immer unterschiedliche Maßnahmen diskutieren. Die grundsätzliche Frage ist, was ist denn das Ziel? Und das Ziel ist ganz sicher, die Leute wieder in Beschäftigung zu bringen. Da wird es auch um Ausbildungsmaßnahmen gehen müssen. Also ganz sicher. Also Lehrlinge. Ganz besonders. Lehrlinge zum Beispiel. Auch alle, die jetzt ihr Maturajahr abschließen, die jetzt normalerweise in das Berufsleben eintreten würden, was machen die? Da werden wohl wahrscheinlich mehr studieren gehen als die letzten Jahre. Wir werden ganz sicher Wiedereingliederungshilfen brauchen in der Form von insbesondere für ältere Frauen, wie wir es auch schon hatten, die jetzt noch schlechtere Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt, wo wir unterstützen müssen mit Umschulungsmaßnahmen. Wir werden einen Boost brauchen im Bereich des Klimaschutzes, im Bereich, also bereits erwähnten Punkte mit Heizölkesseltausch und Photovoltaikanlagen etc. Da steckt viel Potenzial drinnen für die österreichische Wirtschaft, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dieses Landes. Aber natürlich ist ein anderer Teil auch noch, also wir müssen jetzt schauen, dass wir die Wirtschaft wieder in Gang bringen, dass wir die Arbeitsplätze sichern können, ausbauen können, dass die Arbeitslosigkeit wieder sinkt, aber natürlich auch, dass die Nachfrage stabilisiert wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber war jetzt keine einzige, aber zusammenfassend, Frau Maurer, keine einzige Idee jetzt da von der Oppositionsseite halten Sie für verfolgenswert? Nein, sind alles Dinge, über die man diskutieren kann. Den Corona-Tausender muss ich ehrlich sagen, das glaube ich nicht, dass das zielführend ist. Das ist sehr viel Geld für populistische Maßnahmen. Das erinnert mich an verteilte Hunderte eines ehemaligen Landeshauptmannes. Ich glaube, das ist nicht ökonomisch sinnvoll. Ja. Arbeitslosengeld erhöhen? Entschuldigung, darf ich nur den Konsum erhöhen? Erhöhung des Arbeitslosengeldes? Es kommt auf die weitere Entwicklung drauf an. Wenn wir feststellen, wir können den Konsum nicht stabilisieren, dann sind solche Dinge natürlich auch anzudenken und zu diskutieren, keine Frage. Und Lohnsteuersenkung beziehungsweise auch die Idee von... Naja, man muss immer aufpassen, dass bei solchen Maßnahmen, die dann nicht die Sozialversicherungen aushöhlen und aushungern. Ja, wir haben wenn die Lohnsteuer sehr sinkt. Stark, wir haben sehr Lohnnebenkosten, war die Frage. Ja, und das betrifft natürlich, wie Sie wissen, Herr Lorca, die Sozialversicherungen. Ja, und da muss man aufpassen, dass man nicht unser Gesundheitssystem dann wieder aushöhlen. Also wir brauchen ein fein austariertes System, fein austarierte Maßnahmen. Und ja, es tut mir leid, die werden Schritt für Schritt und kommen, je nachdem, was man braucht. Alle, die sich jetzt hinstellen und sagen, wir wissen jetzt schon ganz genau, wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht, wie teuer diese Krise überhaupt sein wird. Wir haben gleichzeitig zum Glück die Situation, dass wir uns sehr günstig refinanzieren können. Wir haben eine sehr gute Situation mit einem extrem niedrigen Zinsniveau. Das heißt, es besteht jetzt nicht die Notwendigkeit, bereits die Konsolidierung zu diskutieren. Jetzt geht es mal darum, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, die Leute in Arbeit zu bringen und nach vorne zu schauen. Ich habe jetzt genügend Maßnahmen genannt. Aber wir haben einen Konsumschock und Sie haben keine einzige Maßnahme genannt, die den Konsum anregen würde. Ich habe gerade gesagt, wir müssen schauen, dass wir die Nachfrage stabilisieren und dass solche Maßnahmen das Problem ist Vertrauen. Die Menschen haben kein Vertrauen, weil jetzt wird seit März angekündigt,
dieses Paket, jenes Paket und es kommt nichts an. Und nur wenn die Menschen Vertrauen haben in ein zuverlässiges System, dann geben sie auch Geld wieder aus. Wenn ich nicht weiß, ob ich in 2 Monaten meinen Job noch habe, dann kaufe ich jetzt keine neue Küche, ich kaufe kein neues Mountainbike, ich investiere in gar nichts und halte mich zurück. Und mit ihrer Politik der Luftballons und Verunsicherung und Verzögerung bewirken sie genau das, dass die Menschen eben verunsichert sind, verängstigt und sich zurückhalten. Und dann schwingen immer so Drohungen mit, oh, wenn eine zweite Welle kommt, dann sperren wir das zu und jenes zu. Wir beginnen zwar mit den Schulen, ja, heißt es dann von der Regierung, aber sie verstehen nicht, wenn man die Schulen sperrt, dann können die Leute auch nicht arbeiten gehen und dann haben sie dasselbe Problem von vorne. Wenn sie keine Sicherheit ausstrahlen und keine Verlässlichkeit, kann nichts in Gang kommen. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich unseriös. Niemand hat irgendwelche Maßnahmen für den Lockdown bei der zweiten Welle angekündigt. Ihr Gesundheitsminister, wir schauen uns die Zahlen an, wie sich das entwickelt. Also vielleicht muss man an diesem Zeitpunkt schon noch mal sagen, die Krise ist nicht vorbei. Herr Hauptner, dann 1400 Erkrankte in Österreich. Durch die Länder fährt. Und wenn man jetzt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern spricht, haben sehr viele bewiesen, dass sie Mut haben, dass sie engagiert sind und dass sie ja alle wieder wollen, dass ihre Betriebe gut laufen. Und wenn man sieht, dass fast 80% der Österreicherinnen und Österreicher sagen, dass wir diese Krise gut gehandelt haben, dann haben wir vieles richtig gemacht. Gut, jetzt aber jetzt, wir, ich jetzt kann Ihnen natürlich mit solchen Umfragen... Jetzt sind wir in der Phase, wo wir eben... Nimm immer die Umfrage, die einem gefällt. Es hat heute im Profil, sagen 65% zum Beispiel der Befragten, dass sie einer Erhöhung des Arbeitslosengeldes zustimmen würden. Also man könnte auch sagen, Vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen haben die Österreicherinnen und Österreicher in diese Bundesregierung. Und das zeigt sich ja. Und deshalb ist es wichtig... Nein, weil sonst hätten wir ja keinen Konsumschock. Es war vor wenigen Minuten in der ZIP-2 dass wir in der Bundesregierung sitzen und dass wir das jetzt so gestalten, dass die Österreicherinnen und Österreicher eben nicht mit diesem Vertrauen ausgestattet jetzt wieder Mut fassen können, dass wir es gemeinsam schaffen. Gut. Und die Unternehmer und Unternehmer, das ist die beste Investition, weil Sie können die Arbeitsplätze schaffen. Ich würde jetzt gerne dazwischen, eigentlich möchte ich gern ganz was anderes fragen. Weil im Zentrum steht jetzt wirklich diese wirklich unfassbare Mammutaufgabe, die größte Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren irgendwie in den Griff zu kriegen. Und irgendwie hat man schon das Gefühl, dass eben die Opposition fast alles, was die Regierung macht, für nicht sehr sinnvoll erachtet. Aber man hat auch den Eindruck, dass eben die Regierung alles, was von der Opposition kommt, nicht so für verfolgenswert erachtet. Wenn es so war, dass am Anfang die Solidarität gefordert war, wie die Gesundheitskrise war, braucht es nicht eine Allianz eben der besten Ideen von beiden Seiten? Sie beide, ich erinnere mich immer, dass es immer heißt bei Türkis und Grün, das Beste beider Welten. Er braucht es hier nicht das Beste beider Welten von der Opposition und von der Regierung oder ist es immer nur das parteipolitische Hickhack? Vielleicht ist es so. Ja, und es kommt ja auch dazu, dass gute, sehr gute Ideen auch aus der Zivilgesellschaft kommen, aus der Wissenschaft kommen, von Praktikerinnen und Praktikern. Aber ich meine jetzt, bitte sagen Sie, ob auch was Gutes ist von der Regierung und umgekehrt. Wir fühlen uns im Parlament sehr oft übergangen. Wir fühlen uns hier wirklich teilweise gar nicht ernst genommen, wenn Regierungsanträge quasi, oder Pamela Rendi-Wagner schlägt vor, in der ersten Phase, wir testen mehr. Das ist ein Blödsinn, dann wird mehr getestet. Also all diese Dinge, die die Opposition vorschlägt, die Expertinnen vorschlagen, werden dann in einer anderen Form doch gemacht oder nie gemacht. Ich glaube, dass gebündelte Kräfte, wenn man dem AMS jetzt viel Geld zur Verfügung stellen würde, könnten wir die 42.000 jungen Leute, die im Herbst vor der Tür des AMS stehen werden, weil sie keine Lehrstelle, keine Arbeit haben, könnten wir das abfangen. Das heißt, viele müssen eine Um- und Weiter- und Ausbildung jetzt machen. Die Zukunftsängste sollten wir den Leuten nehmen, indem wir die Wirtschaft unterstützen, ja, auf der einen Seite. Aber was machen wir mit den arbeitslosen Menschen, dass sie nicht in die Armut schlittern, den Frauen, den Alleinerzieherinnen? Wir haben eine Umfrage gemacht, 1000 Frauen haben wir gefragt. Die haben furchtbare Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz, wenn sie einen haben, dann nicht mehr haben. Und gerade die Alleinerzieherinnen, über 90% sagen irgendwie, es ist ganz schwer zu handeln mit den Kindern.
da bräuchten wir gemeinsame Antworten. Dann nehme ich ein neues Thema, wo wir auch noch überhaupt nicht wissen, was passieren wird. Grenzen auf, Grenzen zu. Und vergangene Woche am Sonntag war das wirklich sehr überraschend für mich, für viele Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich ebenfalls, als Jean-Claude Juncker, der ehemalige EU-Kommissionspräsident, er ist natürlich nicht mehr aktiv, da ist es natürlich auch immer leichter, alles zu sagen, das gestehe ich natürlich allen zu, auf die Frage, sollen die Grenzen aufgemacht werden, mit einem klaren Ja geantwortet hat. Jetzt die Frage an Sie, sollen die Grenzen aufgemacht werden, ja oder nein? Wenn Sie eben die Meinung haben, die Sie haben, begründen Sie sie bitte. Was schon interessant ist, ist, dass zum Beispiel Johannes Hahn, der Budgetkommissar oder der EU-Kommissar aus Deutschland, sagt, das Hochfahren, also Österreich natürlich, das Hochfahren der europäischen Wirtschaft kann sinnvollerweise nur im Einklang stattfinden und das auch appelliert an mehr Zusammenhalt, er appelliert an die nationalen Regierungen, wieder den Wald zu sehen und nicht nur die einzelnen Bäume. Der gemeinsame Binnenmarkt ist die Basis unseres Wohlstands. Grenzen auf, alle auf einmal. Herr Hauptner? Grundsätzlich ist Österreich ein Land, ein Tourismusland und ein Land, das vom Export lebt. Daher ist es natürlich wichtig, dass wir offene Grenzen haben. Aber ich sage dazu, dass man natürlich jetzt noch, auch der Coronavirus ist ja immer noch da, er ist ja nicht weg, dass man das auch nach einem Plan machen muss. Und der Plan, der momentan ist von Österreich, ist, dass wir mit den Nachbarn, die so weit sind wie wir, wie zum Beispiel Deutschland und Tschechien, jetzt einmal hier die Grenzen öffnen, dass wir versuchen, hier einmal diese Grenzöffnung durchzuführen. Und dann wird es wahrscheinlich auch eine europäische Aufgabe sein, dass man für ganz Europa eben schaut, dass man hier also auch einen Plan hat, wie das dann Zug um Zug mit den anderen Ländern erfolgen soll. Also es ist hier wahrscheinlich auch eine zweigeteilte Aufgabe, aber es ist auf jeden Fall für Österreich ganz, ganz wichtig, sowohl in der Funktion als Tourismusland als auch als Exportland, aber wenn dass Sie wir eben sagen, gezielt und ja, geplant die Grenzen wieder öffnen. Aber wenn Sie sagen oder darauf hinweisen, zu Recht, eben der Tourismus ist immer im Vordergrund, aber wir sind, also 6 von 10 Euro werden im Ausland verdient keine durch Frage. Export. Aber hier ist natürlich das wichtigste Land Deutschland. Aber das zweitwichtigste ist dann schon Italien, ja, und dann die USA. Und Italien haben Sie jetzt nicht erwähnt. Also das heißt, es bleibt trotzdem, dass Sie sagen, nur wenn die Zahlen stimmen, dort machen wir auf. Naja, es ist ja wichtig, man muss schon sagen, also wir sind so gut durch die Krise gekommen, weil wir die richtigen Maßnahmen gesetzt haben. Und jetzt vorschnell eine Maßnahme zu setzen, die vielleicht wieder uns rückfällig macht, ist nicht sinnvoll. Also muss man sich das auch genau anschauen und beobachten. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir die Grenzen nach Italien auch mal aufmachen können. Aber ich sage ganz ehrlich, wahrscheinlich werden wir heuer mit ein bisschen Einschränkung bei den Reisefreiheiten noch rechnen müssen. Das ist die Realität leider und ich bitte da auch um Verständnis dafür. Grenzen auf oder zu? Es ist klar, wir wünschen uns alle, dass es so schnell wie möglich wieder so ist wie vor der Krise. Aber das wird realistischerweise einfach noch länger dauern. Aber ich glaube, soll es einheitlich sein, so wie es auch Johannes Hahn sagt? Dass alle Grenzen auf einmal, wenn, dann auf einmal aufgemacht werden und nicht jeder für sich alleine bestimmt, wo es aufgeht und wo es zu ist. Ich glaube tatsächlich, dass es auch hier sinnvoll ist, sich anzuschauen, wie sich die Zahlen entwickeln. Das ist einfach die seriöse Vorgangsweise. Bitte. Also ich bin der Meinung, dass man die Grenzen aufmachen muss. Das eine ist die Frage Urlaub. Das würde ich getrennt vom gemeinsamen Wirtschaftsraum sehen. Wir haben ja Arbeitskräfteprobleme natürlich auch in Österreich. Das wissen wir ja, weil wir ein gemeinsamer Arbeitsmarkt auch sind. Ja. Das heißt, ich glaube, man muss hier schon sehr unterscheiden, was ist eine Urlaubsdestination? Gibt es Reisewarnungen für beispielsweise Gegenden in Italien, es ist ja auch nicht ganz Italien betroffen gewesen, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, eine Reisewarnung oder vielleicht eine sehr strikte Reisewarnung ist ganz was anderes wie einen Wirtschaftsraum, den man auch gemeinsam wieder hochfahren muss. Weil wir wissen ja, dass es viele Unternehmen auch gibt, die oftmals auch Arbeitskräfte haben, die jetzt gar nicht in Österreich derzeit sind. Die sind vielleicht gerade in Tschechien, in Ungarn, sonst irgendwo. Also wir sind ein europäischer Wirtschaftsraum geworden. Das lässt sich ja nicht mehr wegdiskutieren. Und daher werden wir, was Wirtschaft anbelangt, braucht es längst wieder offene Grenzen. Das muss man ehrlich sagen. Bei den Urlaubsreisen, wie gesagt, da muss man sich natürlich im Einzelfall anschauen. Aber ich glaube, das setzt sich schon auch auf die Vernunft der Österreicher, dass sie jetzt nicht unbedingt in die Hochrisikogebiete auf Urlaub fahren möchten. Ja, Wirtschaft ist ein Faktor. Wir haben zehntausende Grenzgänger, die jeden Tag von Österreich nach Deutschland oder in die Schweiz zum Arbeiten fahren und wieder zurück.
dort geht's, aber was zum Beispiel nicht geht, ist, dass man seine Verwandten besucht. Ja, man kann inzwischen Ehe- und Lebenspartner besuchen, aber wenn ich Eltern, Geschwister, Kinder besuchen will, bin ich in einer Rechtfertigungssituation, oft im grenznahen Bereich, wo die Menschen ganz wenige Kilometer auseinander wohnen. Das ist auch sozial eine Zumutung, nicht? Eine Frau hat mich angerufen, eine ältere alleinstehende Dame. Ihre Schwester wohnt in Liechtenstein, ebenfalls alleinstehend, und die können einander nicht besuchen. Das ist lachhaft, in einem gemeinsamen Europa hier die Grenzen in dieser Form abzuriegeln, wie man es jedenfalls bei uns im Westen gar nie gekannt hat und wie man es in Ostösterreich, Gott sei Dank, seit über 30 Jahren nicht mehr kennt. Und da muss man auch sich um die sozialen Beziehungen der Menschen kümmern, weil das soziale Verarmen ist eine große Gefahr in dieser ganzen Lockdown-Phase. Also zweite Welle, also erste Welle vorbei. Wir sind jetzt in einer Lockerungsphase, auch was den Gesundheitszustand, glaube ich, aller in Europa anlangt. Es geht runter und zurück. Und ich bin auch der Meinung, dass man natürlich Länder, die sich von vornherein an Dinge nicht gut gehalten haben oder extrem reagiert haben, besonders beobachten müsste. Aber man sollte Besuche machen können und vielleicht Urlaub in Nachbarländern, wenn dieser Austausch möglich ist. Alle auf einmal, da weiß ich nicht, ob das funktioniert, weil wir hatten von den 27, die jetzt noch dabei sind, immer welche, die sich an nichts gehalten haben. Das heißt, sehr sorgsam damit umgehen, stufenweise, würde ich schon befürworten. Natürlich muss man sich, oder schwebt über allem drüber, das Damoklesschwert der zweiten Welle. Eigentlich sagt man nur, es ist die Frage, wann kommt sie und ist sie stark oder nicht. Aber auffallend ist, dass in Deutschland gibt es ganz eine klare Zahl, an der man sich orientiert, nämlich, dass es 50 neue Infektionen als Obergrenze gibt, über 7 Tage hinweg pro 100.000 Einwohner. Und dann sagt eben die Regierung bzw. die Ministerpräsidenten dort, dann müsste man wieder regional eben, sie nennen das dann Beschränkungskonzepte, machen. Die Frage ist, gibt es so einen Plan? Weil es muss ja auch einen Plan natürlich geben von Seiten der Regierung, wenn es doch wieder mehr Neuinfektionen gibt. Gibt es sowas wie in Deutschland auch? Klingt dann nicht so schlimm wie ein Lockdown, aber gibt es dann wieder sowas wie Beschränkungskonzepte und so eine Obergrenze an Neuinfektionen, Herr Hauptner? Ja, momentan ist es alles im Gespräch. Das ist in der Beziehung, ich habe sogar die Bundesregierung fährt jetzt in die Bundesländer und wird also hier entsprechend auch diese Maßnahmen besprechen. Und es ist ja auch daran gedacht, dass man eben, man hat ja auch gelernt aus der letzten Corona-Krise, dass man eben auch eventuell regional hier gewisse Sperrungen dann vornehmen kann und gewisse Maßnahmen setzt. Also von diesen Gesprächen werden wir demnächst dann die Ergebnisse bekommen. Das heißt, so Beschränkungskonzepte wird es dann geben? Also es macht Sinn, wenn man sieht, okay, es gibt in einer Region einen stärkeren Ausbruch, dass man dann dort auch anders agiert als in einem anderen Bereich. Also wenn in Vorarlberg was ausbricht, werde ich nicht Burgenland dieselben Maßnahmen verhängen. Das ist relativ logisch, dass man so vorgeht und dass man versucht, also diese ganze Situation ist insgesamt eine Zumutung natürlich für alle, mhm, und versucht so behutsam wie möglich, aber trotzdem wirksam das Containment 2.0 anzugehen. Wir haben die große Herausforderung ist, dass wenn dann wieder einzelne Glutnester aufpoppen und einzelne Regionen sind oder einzelne Institutionen sind, wo man sieht, okay, da gibt es jetzt wieder Infektionen, dass man dann ganz schnell reagiert und dort auch stark vorgeht und sagt, okay, also keine Ahnung, wenn es ein Pflegeheim betrifft, wird man das ganze Pflegeheim wahrscheinlich beschränken müssen. Und das ist auch sinnvoll, das so zu machen. Wie gesagt, also wenn was in Vorarlberg ist, wird man nicht Burgenland damit beschäftigen. Genau, nur so eine Zwischenfrage. Michaela Reiterer hat heute auch im Interview mit der Außenpresseagentur gesagt, dass zum Beispiel noch nicht bekannt ist, wenn zum Beispiel eben ein Gastronomiebetrieb wieder aufmacht oder eben ein Hotel und es erkrankt aber zum Beispiel ein Koch, eine Köchin an Covid-19, muss dann wieder das ganze Hotel in Quarantäne oder nicht? Da weiß sie noch nicht ganz genau, was da passiert, wissen Sie es? Also ich kenne jetzt auch da noch nicht das genaue Regulativ in dieser Beziehung, aber generell ist daran gedacht, dass wir also hier schauen, dass wir also die Betriebe offen halten, weil ich glaube, das ist auch jetzt ganz wichtig, wenn wir jetzt schauen, dass wir bei den Wirten und die Beherbergungsbetriebe wieder in Gang bringen, dass wir hier also dann sondiert vorgehen und halt diese nicht das ganze Hotel in Quarantäne gehen muss.
Kommt es bei allen gleich gut an? Das ist auch eine Frage, die wir gestellt haben. Werden Große bevorzugt die Kleinen vergessen? Sie haben schon vorher erwähnt, wir haben ja knapp 315.000 EPUs, also Einzelpersonenunternehmen. Und der Herr Schneidl, den wir am Beginn eben gesehen haben, der eben mit seinem Kollegen dann nach Wien gezogen ist, sagt, die Großen bekommen was und wir bekommen nichts. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, sehr stark, das vergessen worden sein, das nicht ernst genommen worden sein. Diese zwei Aussagen, die ich eingangs erwähnt habe, Bundeskanzler Kurz, koste es, was es wolle, Vizekanzler Kogler, es wird niemand zurückgelassen. Bleibt wirklich niemand zurück? Also, das ist das absolute Ziel. Und ich möchte schon darauf hinweisen, der erste Fonds, den wir eingerichtet haben, war der Härtefallfonds für die Einpersonenunternehmen, wo die 1.000 Euro geflossen sind, irrsinnig schnell. Und ja, es gibt immer wieder Probleme. Jetzt habe ich gleich, ich habe jetzt gleich eine Zwischenfrage, weil da habe ich nur gesehen heute und ich weiß ja nicht, also bitte korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt. Aber stimmt das, dass jetzt bei dem zweiten Härtefallfonds, also wenn man zum Beispiel 1.000 Euro aus dem ersten Härtefallfonds bekommen hat und dann wieder ansucht, dass diese 1.000 Euro abgezogen werden? Naja, es sind insgesamt 2.000 Euro pro Monat möglich und die ersten 1.000 sind mal ausgezahlt worden und der Rest wird dann berechnet und draufgeschlagen. Ja, also es kann nicht weniger werden als 1.000 Euro natürlich. In der zweiten Phase sind es jedenfalls 500. Aber es soll niemand zurückgelassen werden. Ja. Ja, naja, das Problem ist, dass wir sehen, ist ja, dass natürlich die Großbetriebe gleich einmal zu Beginn reagiert haben. Die Strabag hat ja sofort am nächsten Tag gesagt, sie kündigt, dann hat sie ja doch auf Kurzarbeit umgeschwungen, während viele Kleinbetriebe, die das nämlich in Wahrheit dann erwirtschaften werden müssen, ja oftmals lang gekämpft haben und erst viel später auch angesucht haben. Und natürlich sind diejenigen, die jetzt unter die Räder kommen, und wenn sie sagen, alle haben 1.000 Euro bekommen, stimmt es auch nicht. Viele haben nur 500 Euro bekommen von diesen ganz kleinen Betrieben und dabei bleibt es auch. Und die müssen damit schauen, wie sie jetzt weiterkommen. Und das ist schon ein Problem. Da sind ganz viele vergessen worden, ganz viele auf der Strecke geblieben, vor allem Kleinstunternehmer, die halt wahrscheinlich relativ wenig auch verdient haben. Nur haben die auch Fixkosten, die sie mit den 500 Euro wahrscheinlich wenig bestreiten können. Das heißt, die bekommen teilweise weniger als Mindestsicherungsempfänger. Und das ist also schon die Frage, die man sich stellen muss. Ist das eine Gerechtigkeit? Sehen Sie das wirklich als gerecht an? Und Sie tun immer so, als wäre Geld, Milch und Honig geflossen. Und das ist schlicht und einfach nicht so. Und ich kann Ihnen Dutzende, wenn nicht Hunderte Anfragen schreiben, die wir bei uns ins Bürgerbüro bekommen haben, von Unternehmen, die bis heute nichts gesehen haben, außer den ersten vielleicht 1.000 Euro. Aus dem zweiten Hilfsfonds ist de facto kein Geld geflossen. Das ist nun mal so. Und viele Unternehmer können es nicht mehr ausbezahlen, sie können es nicht mehr vorschießen, weil sie am Ende sind. Das ist doch das Hauptproblem. Ja. Die brauchen jetzt endlich einmal also wir haben ja andere Maßnahmen auch noch. Ja. Es sind ja nicht nur die Fonds. Wir haben Mietstundungen, wir haben Kreditstundungen, wir haben Steuerstundungen, die auch ergriffen worden sind. Ja, aber Sie müssen die Gehälter zahlen. Ja, der 13. Monatsgehalt steht an. Wenn jemand 10 Mitarbeiter hat, dann können sie mit dem Hilfsfonds mit 2.000 Euro sich aber schleichen gehen, weil ich kann die 10 Mitarbeiter nicht zahlen. Ist ja dafür auch nicht und eine Unternehmerin hat sich bei mir gemeldet, die hat Mitarbeiter in der Schweiz und in Österreich. In Österreich hat man ihr gesagt, die Kurzarbeitsbeihilfe kommt nicht vor Juni. Und die Schweiz hat am nächsten Tag ein Akonto überwiesen. Die hat geglaubt, das wäre ein Fehler. Aber in der Schweiz geht es in einem Tag und bei uns sagt man, den Unternehmen länger als 3 Monate dauert es, bis das Geld daherkommt. Und da sind wir jetzt bei den Mittelgroßen. Ja. Wie es den ganz Großen geht, mögen andere beurteilen. Aber die Kleinen und die Mittleren haben nichts, bekommen nichts und bleiben übrig. Aber wo liegt dann der Fehler, Herr Loacker? Weil Sie werden ja auch Analyse betrieben haben. Wo liegt dann der Fehler? Ist es die Politik? Sind es die Banken? Weil das hört man ja eher. Ja, es ist, liegt sicher einiges bei den Banken, die Regularien umsetzen müssen, die gleich geblieben sind wie vorher. Nicht? Die Bank muss ein Rating machen. Wenn jemand stundet, wird das Rating schlechter und das schlägt sich auf die Konditionen nieder. Da hat halt die Regierung halt nur an einer Schraube gedreht und an der zweiten nicht. Bei der Kurzarbeit sind die Regeln so kompliziert, da sind noch so viele Rechtsfragen offen, dass die Steuerberater und die Personalverrechner gar nicht wissen, wie sie richtig die Kurzarbeit abrechnen, damit der Mitarbeiter das bekommt, was ihm zusteht. Weil wenn ich es als Arbeitgeber falsch rechne und zu wenig überweise, dann verliere ich den Anspruch auf die Kurzarbeitsbeihilfe. Das ist nämlich verdammt kompliziert, das richtig zu machen. Und
so etwas, wenn es schnell gehen muss, muss es auch einfach gehen. Jetzt frage ich nur so ganz banal, wenn man eben auch in der Gesundheit oft mit den Ländern Kontakt hat, die offenbar eben sehr gut gearbeitet haben, damit die Infektionszahlen runtergehen, kann man ja auch mit den Ländern, wo das offenbar so schnell und unbürokratisch funktioniert, ja auch vielleicht in Kontakt treten und fragen, warum das so ist. Oder ja, ist das so, ist das naiv und laienhaft? Nein, man sollte ja überall die Best Practice hernehmen. Das ist Sinn und Zweck. Genau. Aber ich frage mich jetzt, wenn sowas, also ich kann das jetzt nicht nachprüfen, aber ich nehme jetzt einmal an, also wenn das so ist, dass das in der Schweiz zum Beispiel so schnell oder schneller und unbürokratisch funktioniert, das ist ja auch ein Versprechen gewesen. Aber dafür haben wir das beste Modell, das ist auch wieder der Fall. Aber ich möchte nur zu dem Großen und Kleinthema was sagen, weil das ist mir ganz wichtig. Also Österreich funktioniert deshalb, weil Große und Kleine so gut miteinander zusammenarbeiten. 200 Leitbetriebe kooperieren mit 90.000 kleinen Mittelständler und Ein-Personen-Unternehmen. Also deshalb ist es wichtig, dass wir alle gleich behandeln und dass alle die gleiche Unterstützung bekommen. Sprechen wir in ein paar Wochen über Konkurse, die anfallen werden. Wir werden uns noch so wundern. Wir müssen schauen, dass wir eben, wie gesagt, dass wir jetzt die Unterstützung schnell an den Mann bringen und an die Frau, dass wir also hier jeden Arbeitsplatz, den wir also praktisch sichern können, auch das dann tun. Also das ist jetzt die zentrale Aufgabe auch der nächsten Wochen. Aber Herr Haubner, bitte. Könnte man dafür sorgen, dass die Betriebe das schneller zurückerstattet bekommen, diese Kurzarbeitsbeihilfen? Viele können es nicht mehr zahlen. Die können es nicht mehr bevorschussen, weil es so lange dauert, bis sie es zurückbekommen. Gut, das ist ein also mit vielen Bitten, mit vielen Ideen von der Opposition, Diskussionen eben auch von Ihnen. Ich danke Ihnen, meinen Gästen, für die Diskussion, Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Viel Stoff für Reden Sie darüber nach und sehen Sie anlässlich des Muttertags den Doc-Film Müssen Frauen Mütter sein? Die Filmemacherinnen unterziehen mit Betroffenen und Expertinnen das legendäre Mutterglück einem kritischen Realitätscheck. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.